In meinem heutigen Video mein kleiner Creator Smile Haul. Hallo ihr lieben Bastelfreunde, in meinem heutigen Video zeige ich euch meinen kleinen Creator Smile Haul, weil ich kaufe nicht so viel auf einmal, sondern immer bloß stückchenweise. Ich denke mal so immer so 2-3 Stempelsets kaufe ich mir und das muss länger, weil ich ja so viele andere Ausgaben noch habe. Und jetzt wollte ich euch mal das Creator Smile, es sind jetzt, glaube ich, 2 Bestellungen waren das, wollte ich euch das einmal zeigen. Dann wollte ich euch jetzt zeigen, das ist jetzt aus einem früheren Kauf. Da habe ich mir das gekauft wegen diesen Sprüchen. Da steht zum Beispiel, Achtung, echte Post, Gratulation, ein kleiner Glücksbringer, Gutschein, das beste Alter ist jetzt, von wegen alte Schachtel, ihr traut euch und wir freuen uns, wie schön, dass du geboren bist, wir hätten dich sonst sehr vermisst, heute ist dein Tag, Entschuldigung, das war blöd, besser spät als nie, mehr als nur Facebook-Freunde, du bist ein ziemlicher Knaller, WhatsApp kann ja jeder, ich freue mich auf dich und ich drücke dir die Daumen. Sprüche, die man brauchen kann. So, das ist dann aus der vorherigen Bestellung auch gewesen, weil ich mache eben nicht so viel, also und da sind so kleine Goodies dabei. Die Goodies haben sich jetzt geändert, das zeige ich euch jetzt bei der Bestellung, was ich vor kurzem aufgegeben habe. Ich habe mir dann diesen kleinen bestellt, ich glaube 6,50 oder was die kosten. Ich habe die schrecklich gern, grrr, ich mag dich, schaurig, schöne Geburtstagsgrüße, puh, erschreckt. Passt jetzt auch zu Halloween, die 2 Figuren, gefällt mir. Da wir hier einen Sternzeichen Löwen haben, ist der Löwe mitgekommen mit Ich finde dich stark, heute bist du der König, du bist der Brüller, wir sind ein Rudel. Hier sind zum Beispiel die Krone, so verschiedene Elemente, die kann man auch für was anderes noch hernehmen. Natürlich die Sprüche auch. Und hier das Weltall, greif nach den Sternen, schade, du bist so weit weg, du bedeutest mir die Welt und ich hab dich lieb bis zum Mond und zurück. Das steht zum Beispiel hier auch drauf, von was es ist und wer das designt hat. Das war jetzt der Timo. Der Timo Höhne hat das designt mit dem Weltall. Da steht es jetzt komischerweise nicht drauf. Also hier ist es hier auch drauf gedruckt auf die Folie und hier ist es hinten auf dem, entweder auf der anderen Folie drauf oder auf dem Karton. Ist ein bisschen unterschiedlich. Genau, und da steht es auch drauf auf der Folie. Gerät das Smile, was es eigentlich ist, wie das heißt. Bis zum Mond, genau. Das ist das schrecklich gern, königlich und bis zum Mond schon mal. Die Sprüche sind ein ziemlicher Knaller, heißen die. Dann packe ich dann meine neueste Bestellung aus. Da habe ich jetzt mal was anderes noch dazu bestellt. Genau. Und was neu ist beim Goodie, jetzt habe ich aber festgestellt anscheinend, ich habe diese Sammelkarte nicht. Also normalerweise müsste jetzt hier so ein Sammelposter mit drin sein, weil das Goodie sind jetzt diese kleinen Stempelchen. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viel mal 24 Stück oder was. Auf jeden Fall sind jetzt immer diese kleinen Goodies dabei. Sollten zum Sammeln darstellen. Das ist das Problem natürlich, dass jetzt viele Einzelbestellungen machen, weil der Versand kostet nämlich nur in Deutschland 1,45, egal was man bestellt. Es sind nur 1,45 Lieferkosten, international 3,70. Und jetzt haben halt viele sich gedacht, weil die alle diese kleinen Mini-Stempel sammeln wollen, wir machen jetzt Einzelbestellungen, dass man so schnell wie möglich alle zusammenbekommt. Was das Gute ist an Creator Smile, finde ich, das ist alles in Deutschland bzw. in England hergestellt, die Stempel. Schon was Hochwertiges, nichts aus China. Und die Seite ist eigentlich deutschsprachig, aber sie haben halt auf das Shop-System auf Englisch umgestellt, weil sie ja international auch viele Besteller haben. Ab und zu gibt es dann auch Sale-Sachen drin, was ich jetzt auch gelesen habe. Es gibt jetzt auch so Challenge, oder es gibt schon immer die Challenge. Und dann kannst du damit teilnehmen, zum Beispiel, das Blöde ist natürlich, das ist jetzt alles auf Englisch. Wer jetzt nicht Englisch kann, das ist halt blöd. Und dann wird man dazu aufgefordert, dass man so Karten bastelt. Und der Gewinner kann sich über 25 Euro Gutschein freuen. Und was ich entdeckt habe, auf dieser Seite gibt es auch solche Freebies. So digitale Stems. Da sind ein paar Freebies dabei, die könnt ihr euch runterladen und dann ausdrucken. Es gibt eine Angel Police, wie man die benutzen darf.
Ich werde euch mal den YouTube-Channel verlinken, den hat sie auch, sehe ich gerade. Der YouTube-Kanal von Create a Smile, also von der Christine Droht, den werde ich euch mal verlinken. Das sind aber anscheinend ein paar ältere, ja, sie hat zwar einen Kanal, aber da sind ein paar ältere Videos drin. Mehr ist jetzt da nicht drin. Es gibt ein Stempelkaffee bei denen in Workshops. Leider weiter von mir weg. Hätte ich gerne mal mitgemacht, aber es geht ja nicht anders. Ein paar neue Stempel habe ich gesehen. Aus August-Release. Okay, was ich jetzt gesehen habe, es hätte sogar einen Adventskalender gegeben von Creator Smile. Ich habe den leider verpasst, weil die Vorbestellung ist bloß eine Woche gewesen. Der hätte 89 Euro gekostet. Jo, wenn ich jetzt nächstes Mal, wenn ich dran denke, nächstes Jahr, vielleicht komme ich jetzt zum richtigen Weg und dann werde ich den mal bestellen. Würde mich mal sehr interessieren, was da drin ist. Also einen kleinen Heißluftballon habe ich. Ist auch süß. Das finde ich toll, solche kleinen Aufmerksamkeiten. Na, da habe ich doch nicht viel bestellt. Dann hatte ich bloß 2 Bestellungen. Ich dachte, ich hätte noch was bestellt. Ich habe jetzt einfach mal einen Hintergrundstempel mir bestellt. Das wollte ich jetzt mal ausprobieren mit die Wölkchen. Cloudy Day. Das ist auf Schaumstoff. Ich nehme jetzt den einfach mal auf. Es ist auf Schaumstoff montiert, kein Gliedriss. Und dann kann man das halt da auch wieder abziehen. Und dann kann man das auf seinem Acrylblock drauf kleben. Auch eine nette Idee. Dann tun wir jetzt da rein. Jetzt habe ich das Problem, ich habe jetzt ein bisschen aufgeräumt. Aber ich habe nichts, ich habe so viel Stempel, ich sollte jetzt einfach einmal sortieren. Langsam fängt es an. Dann habe ich mir diesen geholt wegen Weihnachten. Brauche ich doch ein paar Stempel und die fand ich ja so süß. Weil ich mache jetzt an einem Adventskalender mit. Werde euch aber nicht verraten, ob ich wirklich die Motive nehme oder was anderes. Und die heißen Flauschige Weihnachten. Warme Füße, Weihnachtsgrüße, Flauschige Weihnachten, warst du auch brav. Ein Leckerchen für dich, nur kein Stress. Weihnachten wird schön und liebe Weihnachtsmann, der Hund war's. Witzig. Also diese Größe der Stempel, die sind A6, kosten 13,90. Und diese kleinen da 6,90. Wegen diesen kleinen Ministempeln habe ich jetzt leider nichts, keine Informationen mehr gefunden. Es sind anscheinend kleine Miniaturen von Stempeln, die es schon gegeben hat. 36 verschiedenen soll es geben. Also 36 Bestellungen. So viel kriege ich nicht zusammen. Mit dem Umschlag. Das ist gelettert. Das finde ich auch genial, wenn sie Zeit haben. Ich habe aber auch mal einen Brief gekriegt. Da ist jetzt bloß der Aufkleber drauf gemacht, weil es wahrscheinlich zu viel war auf einmal. Aber die werden schön gelettert. Finde ich auch eine nette Idee. So, während ich jetzt das Video eigentlich schon fertig konvertiert hatte und geschnitten. Ja, ich schneide auch meine Videos, weil anders geht's nicht, weil ich so viele Versprecher drin habe. Jetzt habe ich mir nochmal vom Create a Smile ist nochmal ein kleines Päckchen gekommen, weil ich schaue halt immer. Und wenn es gerade geht, dann bestelle ich mir ab und zu immer 1-2 Stempel, wie ich schon gesagt habe, von Create a Smile. Jetzt nicht wegen den kleinen Mini-Stempel, sondern das zusammen hat jetzt 13,90, 6,90, ja, bin ich richtig, 6,90. Und dann zahle ich immer so ungefähr 21, 22 Euro und das geht halt. Und ich muss halt bedenken, ich kaufe hier von Action auch öfters was ein. Machen wir ein bisschen langsam durch. Also ich habe jetzt dann wieder eben noch eine kleine Bestellung gekriegt, die hänge ich jetzt mit an einem Video dran. Weil wenn lauter Einzelvideos, so kleine Mini-Videos, das bringt euch ja auch nichts. Und hier habe ich dann nochmal einen Mini-Stempel bekommen. Diesmal ist es ein Äffchen. Wie ich schon mal irgendwann gesagt habe, Äffchen sind jetzt nicht gerade meine Lieblingsstempel. Aber jetzt habe ich halt ein Äffchen und einen Heißluftballon. Finde ich witzig. Gekauft habe ich mir, weil ja Weihnachten ist. Kam leider ein bisschen zu spät, weil meine ATCs sind jetzt inzwischen fertig. Aber ich kann ja immer noch welche machen. Oder andere Sachen damit. Also O Tannenbaum. Da hat mir schon das Beispielfoto gefallen. Mit den Geschenke, Sternchen. Und 2 Weihnachtsbäumen. Einer mit Lichterkette, einer ohne. Dann habe ich die toll gefunden. Die sind jetzt nicht unter die deutschen Stempel. Die sind jetzt die allgemeine Stempel. In Englisch gab es jetzt nicht in Deutsch momentan. Friends in the Woods, also Freunde im Wald. Da ist nämlich auch schon wieder so ein Füchschen. Eichhörnchen, ein Biber. Ich hoffe, dass es ein Biber ist. Und das Schöne ist, die haben da hier so eine kleine Nikolausmützchen dabei. Also kann man das eben auch für normal hernehmen, für Herbst, sage ich einmal, und mit den Weihnachtsmützchen auch zu Weihnachten. Und man kann es ja auch für die anderen Stempel, was man bereits hat, auch hernehmen. Finde ich cool. Und ja, da sind dann Sprüche drauf wie du tell the
Tooth, you are awesome, I love you, been busy, hi there, so happy, old and wise, who's turning and for you, who? Das ist mein Monatsbettchen, Packelchen, mein Monatsbrief, passt für Winter und Herbst, dann habe ich schon mal was. Das, was ich schon vorhin erwähnt habe und nicht genau gewusst habe, weil ich das übersehen habe, ist hier diese Sammler Mini Collection. Ihr könnt so einfach den Stempel da drauf machen, da wisst ihr, aha, das habe ich schon, das habe ich nicht. Insgesamt sind es jetzt 35 Stempel. So schauen die aus und wenn man es doppelt hat, steht da unten, du hast einen Stempel doppelt in unserer Facebook-Gruppe, Create a Smile, Friends and Family, findest du vielleicht jemanden zum Tauschen. Für Sammler und Fans. Edition, Edition 2020-2021, also nächstes Jahr wird es immer noch geben. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Abo hinterlässt und die Benachrichtigungsglocke anschaltet, damit ihr über neue Videos von mir informiert seid. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Video. Eure Petra.